Alarm! 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 Ich bin voll mit Herz! Wunderbar! Herzlich willkommen auf dem Mighty Life-Kanal. Heute werden Niklas und ich einen Notfallrucksack auf die Probe stellen. Da ist das gute Ding. Wir gucken gleich mal beide rein. Bin gespannt. Darf ich Helm absetzen? Na, ausnahmsweise. Okay. Oh. Die Szenerie ist sicher, Martin. Die Szenerie ist sicher, genau. Wir gucken heute mal in den Notfallrucksack rein. Den hatten wir tatsächlich mit in der Sahara. Der wurde mir so gegeben von der Firma Pollux. Und was da drin ist, weiß ich nicht. Ich hatte den einfach bei für Notfall. Aber es ist gut, ne, dass man einen Rucksack bei hat, wo man nicht weiß, was da drin ist. Das ist immer praktisch. Das ist immer praktisch. Du bist ja nun schon jahrelang bei der Feuerwehr. Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Und ich bin gespannt, was du sagen wirst. Da sind zwei Sachen drin, die habe ich selber reingepackt, weil ich das Gefühl hatte, die fehlen da. Auch aus einem anderen Grund, weil ich gerne wissen möchte, wie man das funktionell einfach anwendet. Bin gespannt. Schnacken wir nicht lange. Stell dir vor. Aua! Aua! Okay. Aua! Was hast du denn? Aua! Ach so, aua! Spanischer Ganzkörperschmerz. Ja, dann genau. Bräuchte ich mal bitte die Krankenkassenkarte. Ja, warte, kein Problem. So. Nee, Spaß. Also hier vorne haben wir erstmal, das ist meistens so, das sind die Schnellangriffstaschen. Also das sind die Taschen, wo du, hier hast du meistens Diagnostik und Schnellangriff. Das heißt, die Sachen, die du als erstes brauchst. Okay, ich sag dir mal. Wenn jetzt wirklich, ja. Du hast, keine Ahnung, du hast dich verletzt an der Hand oder sowas. Ja. Wir wollen direkt einen Tourniquet benutzen, weil, keine Ahnung. Ja. Ne? Mache ich das jetzt auf und vermute hier, ist nicht schlecht. Habe ich da reingepackt. Die hast du reingepackt. Das war ja leer hier vorne. Aber ich wollte halt einfach ganz sporadisch auch mal wissen. Wo hast du die her? Amazon, 8 Euro. Amazon sieht man, 8 ne? Euro. Okay. Ich wollte einfach mal auch wissen, wie so ein Ding funktioniert. Wir können ja auch Folgendes machen. Ich lege mich auf den Tisch. Wir können mal Folgendes machen. Guck mal, Amazon 8 Euro. Warum machst du meinen Tourniquet kaputt? Weil man sich keine Tourniquets für 8 Euro kauft. Weil das ist ein Medizinprodukt und das ist nicht geprüft. Deswegen kostet es auch 8 Euro. Alter, warum machst du einfach mein Ding kaputt? Pass mal auf. Ja. Wenn du wirklich ein Problem hast, dass du das brauchst, übrigens für euch, die das nicht wissen, was das ist ein Tourniquet, das ist eine Unterbindungsmanschette für kritische Blutung. Abgesprengte Gliedmaßen, abgeschnittene Gliedmaßen, Schusswunden und sowas. Kommt aus dem militärischen Bereich. Und ganz wichtig ist, dass die das aushalten. Krass. Das ist der Test, den man mit einem Tourniquet macht, bevor man sich das irgendwo einpackt. Das waren also schlecht investierte 8 Euro, beziehungsweise 16. Ja, ich gebe dir nachher ein richtiges, dass du auch ein gutes dabei hast. Okay. Aber da müsst ihr unbedingt vorsichtig sein, dass da ein MPG-Stempel drauf ist, also ein Medizinprodukt. Das muss jedes Medizinprodukt in Deutschland haben. Okay, krass. Ansonsten passiert das. Und ich habe es jetzt zwar übertrieben, ne? Aber wenn du das festdrehst, gibt es Videos im Internet, da bricht das einfach ab. Oh, stell mal vor, verblutest du verblutest, weil du so einen minderwertigen Scheiß einstecken hast. Alter, krass. Also ich bin ja schon mal froh, dass du das eingepackt hast und nicht die Firma. Nee, das war von mir. Damit hat die Firma nichts zu tun. Gut, aber die Anbringung war schon mal ganz gut. Das sieht aber eher aus wie so ein Medikamentrucksack, weil der hat hier so ganz viele kleine Fächer. Ja. Und das hast du meistens bei einem Ampullarium, also wo diese kleinen Glas... Glasflaschen drinstecken. Da ist also so vielleicht ist es ein... Müssen wir mal gucken, vielleicht ist es wieder weiter aufgeteilt. Ich würde vermuten, dass das so ein... hier so ein Ampullarium darstellen soll. Ja, okay, aber natürlich haben wir die natürlich nicht, weil ich natürlich kein Arzt bin und auch keiner bin, der das verabreichen darf. Deshalb ist das da auch nicht drin, ne? Also ich bin nicht bei der Feuerwehr, so. Deshalb liegt es mir auch nicht nahe, irgendwelche Medikamente mit rumzuschleppen. Deshalb ist da nichts drin. So, nicht, dass ich jetzt denke, hab ich scheiß gepackt. So, machen wir weiter. Das ist auch von mir. Das habe ich da reingepackt, weil ich immer mal wissen wollte. Ist auch von China? Nee, das ist aus Israel. Das ist Israeli Bandage, gutes genau. Ding. Da würde ich gerne mal wissen, weil die werden empfohlen für Erste-Hilfe-Sets, wenn man unterwegs ist in der Natur. Und lass uns mal so ein Ding aufmachen und du sagst mir mal, wie sowas funktioniert. Weil ich habe die nur gekauft, weil ich es spannend fand. Also es ist im Endeffekt ein Druckverband, der aber verbessert wurde. Ah, okay. Auch aus dem militärischen Bereich. Oh, da zischt. Ja, vakuumverpackt. Mit welchem Hintergrund? Warum nicht wie eine Mullbinde einfach so einschweißt? Na, es soll so steril wie möglich sein. Okay. Also steril kriegt man nicht hin, das kriegt man nur im Krankenhaus hin. Ja. Und dann hast du quasi ein normales Verbandpäckchen. What the fuck ist das denn? Das ist zum Festziehen sozusagen, so ein Applikator. Okay, mach mal. Stell mal vor, ich habe jetzt hier Arm! Arm! Okay, das heißt, wenn du Arm hast, blutet jetzt ganz doll hier, ne? Irgendwie, ja. Dann halt den Arm schon mal hoch. Okay, alles klar. Weil dann läuft das Blut schon mal wunderbar ans andere Loch. Genau, und jetzt nimmst du mal deine andere Hand und drück mal hier rein zwischen Bizeps und Trizeps. Richtig doll drücken. Aua. Dann wirst du, jetzt hört's auf zu bluten, weil du drückst nämlich die Arterie ab. Ah, cool. Ich habe die Arterie jetzt abgedrückt und jetzt kommt der Druckverband. Du hast dich geritzt, ne? Nee, ich bin halt hängen geblieben. Aber du bist hängen geblieben, okay. Bin richtig hängen geblieben. Das weiß ich doch. So, und jetzt kannst du hier ziehen, dreh das mal um, dass man das besser sieht. Ja. Mit diesem Applikator kannst du hier quasi richtig Zug draufbringen, also dass du einen richtig festen Druckverband machen kannst. Okay. Und ich roll das jetzt einfach mal da drüber, weil ich keine Lust habe, das jedes Mal zu applizieren. Ja.
Übrigens auf der Schnittwundenstelle kann man auch, wenn man den Druck gezielt machen will, das geht auch bei einem normalen Verbandpäckchen, einmal so über Kreuz, weil dann hast du quasi eine mehr Druck punktuellere Belastung genau auf der genauen Stelle. Ich mache jetzt nicht ganz so doll fest. Nee, alles gut, ist ja auch nur zum Zeigen. Genau, und dann hast du hier so eine Spange und die Spange kannst du hier quasi dann einfach irgendwo einhängen. Ah, das ist ja geil. Kein Pflaster, kein Nisch, sondern einfach wirklich zack, die Bohne. Und das ist... Ja, bitte? Okay. Ja, wir sind natürlich auch nicht alleine. Wir haben natürlich im Hintergrund noch wichtige Personen, die natürlich auch was zu sagen haben. Steini, bitte äußere dich. Ich will jetzt... große Frage, ich hab's nicht aufgepasst. Hast du jetzt beim Drumziehen entgegen wieder gewechselt, die Richtung? Nö. Muss man das machen? Mhm. Okay, warum? Weil, na, weil der... Also die tatsächliche rein... Ich kenne das nur, dass du es da durchziehst. Genau, vom Hersteller angegebene... Also an sich ist das kein Druckverband. Der Hersteller sagt selber, dass das so kein Druckverband ist. Es wird aber trotzdem so gemacht. Ne? Aber wenn du das drum gelegt hast, ist es quasi wichtig. Also so machen wir das. Ne? Du musst das ganz kurz, machen wir weiter. Man muss dazu sagen, dass Steini sicherlich auch einen Background hat, wo wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber ich euch sagen kann, wenn er was erzählt, dann erzählt er was richtig. Ich habe das immer nur so verwendet. Nee. Ich habe es auch so gelernt. Okay, nee, jetzt sag also was. Und zwar, also jetzt kommt's. Gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel eine stark blutende Wunde hast, ja, die ist stark blutend. Gehst du quasi einmal oben nochmal eine Runde. Oder hebst du mir andere? Ja, sorry. Genau. Einmal oben rum. Ja. Ich muss dadurch, das zieht sich das natürlich ein bisschen, weil das jetzt schon verdreht ist. Das ist kein Problem. Gehst du einmal oben rum, einmal unten rum, um das zu fixieren. So. Ja, dass theoretisch das jetzt nicht mehr sich bewegt. Ja, wenn das jetzt am Oberschenkel zum Beispiel hat, wird das nicht gehen, weil dann ist die Binde zu kurz. Okay. Dann brauchst du das Maß. So, und dann gehst du im Grunde, kannst du einmal durchgehen, um das zu fixieren. Und beim zweiten Mal, jetzt seht ihr schon, jetzt ist die Binde eigentlich schon viel zu kurz, ne, weil ich das beim zweiten Mal gehst du quasi entgegen. Und jetzt, jetzt kann aber auch Druck auf. Baust du den Druck auf. Kommt gut Druck auf dem Arm. So. Und dann wickelst du rum. Jetzt ist natürlich die Binde viel zu kurz, weil ich das so verschwendet habe. Aber jetzt hast du quasi den Druck drauf. Und wenn du jetzt oben bist, immer jetzt gibst du nochmal Druck drauf. No. Gehst rum. Und theoretisch, jetzt hängst du das halt ein. Jetzt hast du den Druck drauf. Hier hängst du es ein oder was? Nö, okay. das ist egal. Wie die gemacht, das ist egal. Irgendwo. Okay. Und ich bilde mir ein, ohne dass ich das jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Hersteller selber sagt, dass du jetzt mit dem Knebel, eigentlich wenn das die Binde länger wäre, weil ich natürlich zu viel verschwendet habe, jetzt nochmal auf der Wunde hier reingehst, dann drehst du das, glaube ich, nochmal. Also wenn du es hier festgemacht hast. Aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Aber ich glaube selber, dass die dann sagen, du musst das jetzt nochmal irgendwie so drehen und dann nochmal festmachen. Da geht ja auch, Genau. Und erst dann gilt das auch laut Hersteller als Druckverband. Das ist, glaube ich, hier nicht drauf. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe im Internet, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe im Internet kein Video gefunden, wo das gezeigt wird. Okay. Also ich habe keinen militärischen nichts, aber ich weiß es von Militärjungs von mir, die gesagt haben, die haben das so gelernt, erst dann zählt es als Druckverband. Und ich habe zum Beispiel eins, da hast du hier an der Stelle unten solche Widerhaken hier drunter. Dass die hast du ja auch, das ist ja hier auch. Das sind quasi diese Dinger. Die sind ja dafür da, wenn du jetzt quasi entgegengesetzt, also du das gehst einmal durch. Nee, hier unten meine ich. In dem unteren Bereich, dass du immer, wenn du straff ziehst sozusagen und so machst, dann hakt sich das hier ein und geht nicht mehr zurück. Das stimmt, aber die Spange ist ja dafür da. Aber mit der Variante kriegst du natürlich noch mehr Druck, genau, weil das wie so ein Druckverband drauf drückt. Genau, dass du jetzt diese Platte, die du hier unten hast. Dann musst du die Spange, gehst du durch und wenn du jetzt quasi die Richtung, also du gehst ja immer so rum rein, ne? Und dann, wenn du jetzt die Richtung wechselst, machst du mit der Spanne diesen Druck und dann siehst du ja, wie es sich hier anzieht und so holst du dann den Druck hier drauf und dann gehst du immer hier drauf. Theoretisch sollte deswegen die Spange genau auf der Wunde dann liegen. Ja. Wunderbar! Ja. Ey, da haben wir wieder was gelernt hier und vor allem, wenn es davon noch kein Video gibt, jetzt gibt es davon eins. Ich hab's, bis jetzt immer falsch gemacht, aber es hat immer geklappt. Also ich wollte jetzt deswegen Uni reinquatschen, die das nicht so alles kurz darstellen. Ey, du Blödmann, das 2-3 hat auch noch was zu melden. Nein, alles gut. Ich finde es ja gerade spannend, wenn viele Leute, die halt einen Erfahrungswert haben, die mit einbringen, weil genau darum geht's ja. Super. Aber das ist immer so bei Feuerwehr und Rettungsdienst, dass es dass irgendeiner besser weiß sozusagen oder noch einen anderen Background hat. Am Ende geht es darum, dass die Leben gerettet werden und die Blutung gestillt wird. So. Und das ist natürlich gut. Bei mir ich hatte auch schon mal eine arterielle Blutung, wo wir das verwendet haben und es hat funktioniert. Aber ja, wer weiß. Gut, da war es auch in Kombination mit einem Tourniquet. Ne? Genau. Also das Ding ist übrigens, wenn du ein Tourniquet hast, was funktioniert, würde ich als erstes immer das Tourniquet setzen. Ja, na klar. Damit der Blutfluss erstmal stoppt. Und dann kannst du das dran machen. Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel nur eine stark
venöse Blutung ist. Also der Unterschied übrigens ist eine arterielle Blutung, die spritzt. Ja, das eine Vene kann auch richtig doll bluten, läuft sozusagen. Ja. Daran kannst du es erkennen. Du kannst, wenn du jetzt nur eine venöse Blutung hast, aber die blutet trotzdem stark, machst du erstmal das Tourniquet ran, machst dann das ran oder einen normalen Druckverband. Ja. Und dann kannst du das Tourniquet langsam wieder öffnen und gucken quasi, ob die durchfärbt. Genau, und kannst sozusagen so den Druck ein bisschen einstellen. Tourniquet machen wir dann zum Schluss, wa? Ja, machen wir zum Schluss. Gucken wir erstmal weiter, was hier drin ist. Geil. Also die beiden Fächer waren, als du es gebacken... Die waren von mir gefüllt. Ja, aber als du es bekommen hast, waren die leer. Da waren die leer, genau. Da waren die genauso leer wie jetzt auch. Okay. Machen wir hier weiter. Ich würde denken... Da ist was ganz Wichtiges drin. Mach mal auf. Mach mal auf. Ich würde sagen, also hier hatten wir teilweise einfach so den Stütz- und Fixierkragen, Stiffneck hin drin. Nö. Hier? Hier sind wichtigere Sachen drin. Gruppenführer, Campleitung. Campleitung ist am Start. Gruppenführer. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach auf. Komm her, dreh ich um. Ey, werde ich jetzt befördert? Du wirst jetzt befördert zum Gruppenführer. Ey, kann ich gar nicht. Nee. Ich hab gar keinen Lehrgang dafür. Ja, ich bin Campleitung. Sonst ist hier nichts drin. Nee, das ist leer, das Ding. Hm. Gut. Ja, okay. Naja, wunderbar. Für freie Verfügung, da kommen dann Snickers rein und so. My Food. Oder das. So, jetzt bin ich gespannt. Na, ich erst. Oh, das glaube ich war hier so. So. Okay, was fangen wir an? Hiermit gleich damit? Mir ist es egal, du bist hier, sag mir, also ich hab. Aua! Ich bin immer noch aua. Also erstmal, also ich weiß halt nicht, was das Ziel von dem Rucksack ist. Das wurde dir gepackt, so nach dem Motto, nimm das mal mit in die Sahara. Ja, also die Firma hat gesagt, ey, pass auf, wir würden euch das zur Verfügung stellen. Dann kam halt da, wo wir gestartet sind, dieser Rucksack leer an und einen Haufen Kisten. Und dann wurde der für mich quasi zurechtgepackt und haben wir den Unimog geschmissen. Ich wusste bis nicht, was da drin ist und ja. Na, gucken wir mal. Also wenn du Kritik hast, nicht an mich, ich hab das Ding nur so mitgeschleppt. Alles gut. Martin, hier ist einer. Wofür ist das? Das ist zum. Das sieht aus wie so, wenn man so irgendwo. Warte mal, ein Venenstauer. Ja, damit staut man die Vene. Da verursacht also, man Rushhour Venenstau. Also, das macht man an den Arm. Ja, gib mal den Arm her. Natürlich ohne Jacke, ne? Ja. Wenn man jetzt hier einen Zugang legen will. Also. Dir Flüssigkeit oder Medikamente zum Beispiel über die Vene geben will. Ja. Dafür braucht man das. Aha. Deswegen frage ich mich. Derjenige, der das gepackt hat, vielleicht finden wir noch mehr Fixer-Besteck, dann kann ich es mir erklären, aber ansonsten brauchst du das eigentlich nicht. Oder hast du eine andere Verwendung dafür, für was man es noch nehmen kann? Weiß ich doch nicht, nee, wüsste ich nicht. Das brauchst du nicht, kann ich dir schon mal sagen. Okay, boah, was ist das? Ein Pulsoximeter. Heißt? Der misst das Gas in deinem Finger, vermutlicherweise Sauerstoff, aber solltest du Kohlenmonoxid eingeatmet haben, dann zeigt er dir auch das an und du denkst, es ist alles gut, aber in Wirklichkeit hast du eine Kohlenmonoxidvergiftung. Also, kurz gesagt, die Sauerstoffsättigung in deinem Blut, die ist bei mir bei 98%. Das kann er über den Finger messen? Ja, kannst du auch übers Ohr und so weiter. Was ist denn? Na, hier ist Licht. Mach mal bei mir, ich bin bestimmt klinisch tot. Das. Hier ist Licht drin sozusagen. Licht? Und das leuchtet durch den Finger und misst den Gasanteil in deinem Blut sozusagen. Ja, siehst du, über Licht. Ich dachte, wenn ich da bin. Machen auch ganz viele Uhren mittlerweile. Ah. 97. Alles gut. Zwischen. Ja. Alles ja. Zwischen 96, 95 und 100 ist super und normal. Okay, findest du es notwendig für den Rucksack? Jein. Wir sind noch nicht fertig, es zeigt nämlich auch die Herzfrequenz an. Also das rechte ist die Herzfrequenz, wenn es dann mal geladen hat. Ich sag mal, für jemanden, der nicht so schnell einen Puls tasten kann, ja, ist es gut? Ist es interessant. Die Sauerstoffsättigung wird eigentlich in ganz wenigen Fällen sich irgendwie verändern, es sei denn du, keine Ahnung. Aber was würde es bedeuten, wenn jetzt da zum Beispiel 65 steht? Bei der Sättigung? Mhm. Dann wärst du schon blau, würdest blau vor mir stehen. Ah, okay. Blau angelaufen. Alles klar. Okay, also dann hättest du auf alle Fälle schlecht Luft, das wäre mir schon eher aufgefallen. Okay, verstehe. Herzfrequenz jetzt bei 90. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, du, ich weiß nicht, mir fällt kein Beispiel ein, wo das bei dir sein könnte. Wenn du jetzt Fahrrad fahren würdest wie ein Bekloppter, wärst du wahrscheinlich bei 160 oder so. Ah, okay. Das kannst du damit messen. Aber das kann man normalerweise auch einfach messen, indem man hier, mach mal hier das raus, hier sich die Daumenkuhle nimmt mit Stinkefinger und Zeigefinger, Mittelfinger meine ich natürlich. Wunderbar. Dazu fest und dann merke ich jetzt deinen Puls. Und dann gucke ich jetzt auf meine Uhr. So, dann habe ich einen Sekundenzeiger. Und dann zähle ich jetzt 15 Sekunden, wie viele Herzschläge das sind. Das rechne ich mal 4. Und dann weiß ich deine Herzfrequenz. Du musst bei der Feuerwehr auch Mathe können? Ich bin groß. Jein. du kannst ja auch, wenn ich hier anfasse, merke ich schon, dass alles gut ist. Erfahrungswerte. Na klar, wenn du jetzt hier Sport machst, dann kannst du ja mal da an die Stelle fassen, dann wirst du merken, dass es viel schneller ist. Machen wir nicht. So, also
Ich würde es nicht mitnehmen. Okay. Im Notfallrucksack ist Gewicht. Ist aber nice to have, oder was? Also, zum Beispiel, meinen Großeltern habe ich so ein Ding geschenkt. Weil die haben natürlich schon irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter. Ja. Wenn die sagen, die haben Herzrasen, die ruft mich an, dann sage ich, Oma, steck mal einen Finger rein, sag mal, was da drauf steht. Ah, okay. Dann kannst du von Ferne schon sagen, okay, ist akut oder nicht. Grob einschätzen, in welche Richtung das geht, weißt du? Wunderbar. Aber für dich absolut nicht notwendig. Ich wüsste nicht, was du in der Sahara damit machen würdest. Ja, okay. Schauen wir weiter. Schönes Teil. Nochmal. Zwei. Na, ich denke für beide Hände, oder? Ja, falls einer hat. Falls du einen Unterschied hast zwischen den Händen. Ja. Kann auch sein, wenn du da einen Unterschied hast, hast du ein richtiges Problem. Cool. Ja, dann lassen wir das lieber. Ja. Nee, also. Okay, also einen zweiten macht dann definitiv keinen Sinn. Okay, ich leg mal alles hier auf die Seite, was du meinst, ist was wir nicht brauchen. Okay, gut. Dies sind Gürteltuben. Würde ich dir wirklich gerne mal zeigen, wie was das funktioniert. Das? Feigst schon. Wieso? Schieb mal den Rachen. Das ist eine Atemwegssicherung. Oh, nee, Alter. Komm, mach das mal. Das ja, ich kotz dich doch voll. Nein, das geht voll klar. Pass auf. So ein Tubus, so wie es heißt? Ja, das ist ein Tubus. Aber warum so viele? Bei verschiedenen Größen. Ah, was so, würde ich für eine Größe haben wollen? Wir machen mal Ohrläppchen bis Mundwinkel. So orange würde, glaube ich, dir ganz gut passen. Okay. Und, Was lachst du? Angenommen. Was angenommen? Dicker. Ich weiß nicht wie. Pass auf, den schiebt man rein. Ja? Also bei zum. Ich sag so mal, rum? Der geht doch nach oben. Warte kurz. Was soll das? Warum weißt du das? Ich muss erstmal kurz erklären, für was man das im Rettungsdienst verwendet. Ja. So. Also, wenn man eine Person hat, die bewusstlos ist, ja, beispielsweise jemand hat zu viel Alkohol getrunken auf einer City-Toilette und nebenbei noch Heroin konsumiert, soll es ja geben. Gibt's so. Und der liegt da relativ tief bewusstlos. Ja. Kannst du den natürlich schon mal in die stabile Seitenlage legen. Okay. Weil dann in der stabilen Seitenlage der Kopf überstreckt ist und er weiter Luft holen kann. Ja, und wenn er sich kotzen muss, kann es raus, ne? Das habe ich mal gelernt, genau, beim Auto-Dingsbums. Das hier bringt nichts gegens Kotzen, das sorgt eher für Kotzen. Glaub aber ich. Damit die Atemwege nicht verlegt werden, kannst du sie damit sichern. Das kann man auch zum Beispiel bei einem Trauma machen. Also wenn jetzt dein Kopf Matsche ist, dann geht das auch erstmal. Ist aber auch. Da gibt es auf alle Fälle bessere Maßnahmen. Das ist die einfachste Variante der Atemwegssicherung, außer ein Wendeltubus, den kannst du auch durch die Nase schieben. Du, erklär mal anatomisch, was da passiert, wenn man das Ding benutzt. Na, das drückt den Zungengrund nach vorne. Ja. Wenn deine Zunge erschlafft ist, könnte die auf deinen Atemwegen liegen und dann könntest du keine Luft kriegen. Also quasi so. So wie das Schnarchen, beim Schnarchen ist das auch so. Alles klar, verstehe. Mhm. Genau. Und das Ding schiebst du so rein. So, ja, und dann mit einer Dreh- und Schiebbewegung hinter. Also schiebst du es nicht einfach so hinter, aber sondern. Könnte man bei, wenn ich jetzt bei Bewusstsein bin. Kannst du machen. Es gibt Leute, die können das. Es gibt Leute, die können das nicht. Es gibt Profis, die da. Ich verstehe, das wollen wir hier nicht weiter erläutern. Ich würde gerne mal trotzdem sehen, wieso. Nein, ich möchte das nicht, weil ich weiß, ich kotze dich voll. Hundertprozentig. Weil ich bin da sehr. Ich habe es noch nie probiert, aber irgendjiner muss es ausprobieren. Ja, aber heute nicht. Heute ist nicht weil der ich Tag. Probier's. Selber? Ich weiß nicht. Digga, du kotzt dich doch voll. Das Ding ist, ich muss mich halt konzentrieren, dass ich durch den Mund atme dann. Okay. Auf gar keinen Fall. Also ich habe noch einen Wirkreflex. Vielleicht später am Abend. Grüße gehen raus an Max. Wir könnten es so mit Max machen. Der hat sich nämlich mit der Zahnbürste das abtrainiert, falls er mal in den Knast kommt und dann halt gewisse Dinge tun. Ja, hat er. Also ich weiß nicht, ob das ein Joke Max, war, aber... Max, komm vorbei. Wir schieben dir einen Tubus. Damit können wir testen, ob er uns angelogen hat oder ob es stimmt. So. Ja, wunderbar. Und zum Beispiel, wenn man eine Reanimation macht, mhm, also jemand hat einen Kreislaufstillstand, mhm, dann drückt man ja und pustet ja. Ja. Mhm. Und da ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn du so ein Ding reinschiebst, dann ist der Kopf quasi überstreckt und die Atemwege halbwegs gesichert. Okay. Das ist so die einfachste Lösung dafür. Du wusstest ja nicht mal, wie man das benutzt. Nee. Das wissen die meisten Menschen auf der Straße nicht. Und deshalb ich würde sagen, einer von uns braucht das auch nie. Also es gibt bessere Lösungen, es gibt so Wendeltuben. Die sind so kleine Rohre, die kannst du in die Nase schieben. Die kannst du dir auch wirklich selbst reinschieben, habe ich auch schon ausprobiert. Das ist eher praktikabel, weil weniger Platz wegnimmt. Aber das ist eher so ein Militärscheiß, denke ich, wo man das dabei hat. Gut, kommen wir nun zu... Oh, was ist das? Das ist ein Stütz- und Fixierkragen. Ist das ein Stiffneck? Das ist ein Stiffneck, ne? Wunderbar. Mach mal auf. Ich mach mal so auf, dass das jeder zukriegt. Sag mal... Ja... Ob sinnhaft oder nicht, für dich jetzt nicht, weil du weißt ja gar nicht, wie das Ding funktioniert, ne? Nein, weiß ich nicht. Irgendwelche Leute, die jetzt Notfallsanitäter sind und sowas im Auto mit haben, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Wenn die zum Verkehrsunfall kommen und da schon irgendwas machen wollen, ist dann aber auch eher, damit man was macht. Wie gesagt, damit möchtest du
verhindern, dass eine verletzte Wirbelsäule noch mehr geschädigt wird quasi. Also du möchtest damit den Kopf und damit die Halswirbel sozusagen fixieren. Ah. Wenn du das Ding anlegst. So klassisch wie ein Motorradunfälle, ne? Ist es oft so. Zum Beispiel bei allen möglichen Verkehrsunfällen, bei Stürzen und so weiter. Okay. Es ist aber nicht immer sinnvoll. Ja. Und es wird auch nicht von allen Leuten toleriert. Da stellst du dann hier die Größe ein sozusagen. Je nachdem, wie groß die Person ist. Könnte man das jetzt anlegen? Können wir machen, aber dann ist es fest. Ich würde es jetzt nicht umstellen, weil wenn du die Dinger hier reindrückst, ist es relativ... Ja, aber ich brauch's doch eh nicht. Es ist ja, wir können ja mal ruhig mal zeigen, wie das dann aussieht. Also mach mal wirklich so, als wenn jetzt hier so... Ich sag mal, Pullox würde sagen, komm, Martin, wenn du noch eins brauchst, sag mal, geben wir dir Bescheid. So. Ja, du wirst wahrscheinlich... Du hast normal... So einen Hals hab ich! So eine Krawatte! Aber könnte ich auch auf lustig machen, oder? Nee. Auf schon so wie die... Nicht, dass das einer sieht und sagt so, ey, was ist das für Spackus? Ohne Vorwarnung, hier einfach ran! Na, so macht man das beim Patienten natürlich nicht, nee. Aber du bist ja schon ein richtiger Patient. Ich bin ein richtiger Patient. Gehen. So, warte mal, hier hinten ist natürlich scheiße mit der Jacke, also man zieht, macht das vorher so, dass da Platz ist. Wunderbar. Und sagt demjenigen, der soll seinen Schmuck uns ablegen, jetzt mal bitte den Mund öffnen, soweit wie möglich. Okay, passt noch. Jetzt kannst du ja mal versuchen, dich zu drehen. Also, den Kopf zu drehen. Geht ja. Nicht. Boah, wunderbar! Aha! Ja, das ist ein Stütz- und Fixiertragen. Naja, ist doch cool. Wieso kann man den jetzt nicht nochmal nehmen? Kannst du, aber es ist halt... Sollte man nicht. So. Naja, cool. Cool. Ja, ja, ja. Also generell sind das bei, im Rettungsdienst alles Einwegprodukte. Schmeißt du alles nach jeder Benutzung weg. Ja, auch wegen Keime und so wahrscheinlich, oder? Ja, hättest du Bock? Nee. Also für dich, du hast jetzt gesehen, wie das geht. Wenn du jetzt hier von der Leiter klatscht, kann dir das auch keiner anlegen. Hilft mir also auch nicht. Ich habe den Rucksack eh nicht bei. In Afrika weiß ich jetzt auch nicht. Nee. Was sagst du? Braucht er das? Ja, es ist nice to have, aber das ist wie gesagt umstritten und... Wenn du es hast, machst du es dran und dann ist dein Gewissen rein für wenn jemand, der das Genick gebrochen hat, das schweißt du dann mit dem her zusammen. Okay. Aber für den ersten Angriff ist es besser, als nichts zu machen, dann fühlst du dich frei. Und also ich habe es neben Auto, ja, ich habe so einen kleinen Rucksack immer dabei, da ist das auf alle Fälle nicht drin. Okay. Weiter, das hier ist interessant. Haben diese Taschenfarben irgendeine Bedeutung oder ist nee, das von denen selbst? Tut sich dann jede Organisation selbst. Also okay. Zum Beispiel blau ist meistens irgendwas Beatmung, so Luft. Ah, okay. Rot ist meistens irgendwas mit Blut, aber das kannst du auch nicht pauschalisieren. Das ist bei jeder Organisation anders. Ich verstehe. Das sind Einweghandschuhe, ja. Das ist schon mal gut. Die habe ich auch im ersten Hilfeset. Bin ich ja, das ist sinnvoll. Ja. Das ist eine Diagnostikleuchte. Die nicht geht? Ja. Weil wahrscheinlich keine Batterie drin ist oder so? Oder muss man die noch reindrehen? Guck mal rein, bitte. Alles klar. Die hat. Kriegt man das raus? Das verkeimte Teil? Ja, wunderbar. Eieiei. Die ist von 1800 Zwieback, die Batterie, oder was? Ja, gut. Vielleicht hat sich damit. Oh, das ist noch. noch eine. Nicht schön. Made in China. Wunderbar. Leg mal zur Seite. Ich hätte da tatsächlich noch frische. Vielleicht geht sie ja noch. Die geht bestimmt. Aber ich sag mal so: jeder, der normal ist, EDC-Bayer, hat eine Taschenlampe am Start, oder? Ja, aber die. Man sollte keine normale Taschenlampe nehmen, weil die ist viel zu hell. Was ist denn das jetzt? Die, guck mal, da kannst du reingucken, ohne dass es doll wehtut im Auge, ne? Ja, so ein bisschen, als wenn die Sonne schief steht. Genau, und jetzt kann man damit... Mach mal das Licht an, bitte. Man kann quasi jetzt kontrollieren. Film mal genau auf die Pupille. Film mal auf Pupille, ob ich Drogen genommen habe, wa? Oder? Okay, dann gucken wir mal. Wenn Licht kommt, dann wird die quasi kleiner. Jetzt ist es hier aber, man sieht es bei dir nur minimal. Und bei gewissen Verletzungsmustern oder Intoxikationsmustern kann man... sieht man Unterschiede seitens, dann kann man, die Notärzte, die machen dann hier so und schauen quasi, ob die Pupillen unterschiedlich reagieren. Wunderbar. Also ob die unterschiedlich groß sind zum Beispiel und das kann dir dann bestimmte Verletzungsmuster oder wie gesagt Intoxikation aufzeigen. Also wirklich so diese Stecknadelgroßen sind zum Beispiel Opiate, wie jetzt bei mir. Da ist alles voll. Wunderbar. Schön. Und was soll das hier? Das ist die Pupillengröße oder was? Wer hat denn 9 mm Pupillengröße? Ach krass, hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, damit du sagen kannst, wie groß das ist. Na, 9 mm hast du, wenn du irgendwelche Teile gefressen hast. Da hatte ich auch schon solche Leute.
übelst so ein richtiger Klatschi. Steigt in den RTW ein, wir kamen an und der direkt macht die Tür auf. Schön, dass ihr da seid. Und setzt sich auf den Stuhl. Ich hab so krass geballert. Und saß halt da die ganze Zeit gekaut, übelste Teller. Oh, und so, ja, alles klar, Digga. Und jetzt? Ich muss unbedingt ins Krankenhaus. Ich bin schon seit 2 Tagen drauf. Na gut, los. Oh, scheiße. Abfahrt. Da brauchst du es auch nicht, weil das fällt dir sofort ab. Er sagt's ja selber. Also, genau. Aber okay, das ist ein Diagnostikmittel quasi. Okay. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig und sehr gut. Okay. Das habe ich auch zum Beispiel in meinem iPad. Schnell, mach die Hose auf. Ja, klar, komm. Nein, jetzt hör auf. Aber es ist einfach ein klassisches Fieberthermometer, richtig? Ja. Funktioniert das? Ja. Ist das, okay, kann man das auch im Mund stecken erstmal, damit wir jetzt hier nicht in den Popo gehen? Mund geht, unter der Achsel ist noch gängig. Hier steht jetzt low. Was ist low oder was? Nee, zu kalt. Lieber Gott, ich bete, dass das noch nicht benutzt wurde. Ich hatte das vor uns mal kurz. Mhm. 32, also das ist nicht wirklich Ausschlag. Also mhm. Mund, im Mund Fiebermessen ist auch eher so ein Comic-Ding, glaube ich. Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand im Rettungsdienst sagt, dann checkt ihr mal das Thermometer in den Mund. Steckt das mal in die Jacke. Ja, komm, 32,6 ist besser als nix. Du weißt du? Okay, du bist unterkühlt. Wunderbar, ich ziehe mir mal die warme Jacke an und dann geht das schon wieder. Nee, aber das ist zum Beispiel, also wirklich, hier ist so Afrika, da ist es, glaube ich, nicht schlecht, das dabei zu haben, weil wenn du dich scheiße fühlst, ja, dies selbst so zu merken, ob es jetzt leicht erhöht ist oder ob es wirklich krasses Fieber ist, ja, und demzufolge zu entscheiden, ob man was Fiebersenkendes nimmt, ja, ist schon sinnvoll. Was also, würde man da jetzt nehmen? Wie? Fiebersenken? Ja. Ibuprofen? Ich bin kein Arzt, ich kann keine Empfehlung aussprechen. Okay, alles klar, verstehe. Aber ich habe gehört, dass Ibuprofen dafür geeignet sein soll, um Fieber zu senken. Das ist dieses Nurofen, was die kleinen Kinder kriegen, ne? Das ist Nurofen-Saftzeug da. Ich weiß gar nicht, ob das der gleiche Wirkstoff ist, aber ja, ist es. Meine Tochter hat das damals auch gekriegt, das weiß ich. Ja, nee, aber das würde ich auf alle Fälle, also eine Ibo immer dabei haben und dann kannst du das Fieber erstmal senken. Das musst du dir überlegen, ob du das Fieber sofort senkst. Weil eigentlich ist Fieber ja gut, das soll ja, genau, helfen. Aber wenn es halt in irgendeinen kritischen Bereich geht, dann. Dann schmeißen wir Teile. Bei Erwachsenen so über 40 wird es dann schon komisch. Das lassen wir hier drin, weil du hast gesagt, das ist okay. Das kenne ich sogar, das ist Textilschere. Ja, das, ne? Also hier drin können wir es lassen auf der Seite, dass es sinnvoll ist. Was ist das hier? Das ist ein Stethoskop zum Auskultieren. Was? Damit kann ich dich abhören, ob du richtig atmest. Macht das Sinn? Für dich nee. Gut. Also, kannst du ja mal machen. Ich soll da mal reinhören. Vielleicht finden wir da hinten in der Tasche das, was ich vermute, dann hat es noch einen anderen Zweck. Okay. Och geil. Das erstmal zusammenbauen. Das ist hier die Marke ganz, ganz billig, Alter. Was ist das hier? Das hier. Das kommt ja hier unten ran, ne? Mhm. Okay, wunderbar. Das kennt man ja vom Arzt eigentlich. Aber geil ist halt auch, jetzt mal, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Digga, wenn du ein Stück Schlauch brauchst, Luftanlage bei Unimog geht flöten. Ich weiß nicht, wie viel Bar der aushält, aber da würde ich auch sagen, Schlauch ist das am sinnvollsten hier drin. So, und jetzt? Machst du an Ohr. Alter, aber ist geil. Scheiße, da darfst du nicht draufhauen. Also wenn die das zeigen, ist Quatsch. Mach jetzt. Du willst an meine Brust. Ich höre dein Blut rauschen, das war auch alles. Brust. Oh, kalt. Atme mal ein. Super. Warte, ich höre nichts. Ich atme mal richtig. Wir gucken, ob das vielleicht wirklich geht. Mach mal, leg mal aufs Herz. So ein bisschen. Da hast du den Lungenflügel und das Herz. Ja, Herz wusste nicht. Ich halte es auch gerade an, aber. Das hätte einfach auf der Autobahn wäre. Einfach so ein. Ich hab nichts drin, also hör dich mal selber ab, bitte. Sag mir mal bitte. Das ist mir schon richtig gut. So. Ich hab da nichts. Doch, ich höre das. Ja? Ja? Okay, na dann ist doch. Aber atmen höre ich nicht. Es ist aber auch wirklich. Also Schmutz. Das also hat es macht ungefähr die Qualität von dem Tourniquet. Also ich kann dir sagen. Aber für ein Video vielleicht als Requisite irgendwie oder für zu Hause als Requisite. So ein Safe öffnen. Ja. Mal so ein Zahlenschloss knacken damit. Da sehe ich mich. Ja gut, okay. Also eigentlich nicht so sinnvoll, jetzt hier drin zu haben. Ich vermute, dass da hinten noch ein Blutdruckmessgerät drin ist, dann könnte es. Mach mal auf, dann kriegen wir es raus.
Wow, ein Blutdruck Masquerade. Auch aus Polen oder aus China? Nein. Da machst du jetzt wieder Bruchtest, knack kaputt. Ja, ich teste eigentlich immer beim Blutdruckmessgerät an der Kante. Nee, Spaß. Okay. Also, aber das ist klar, das kennt ja jeder. Also, da machst misst man Blutdruck. Ist ja gar kein Problem. Also machst du die Manschette auf. Ob sieht jetzt die Jacke aus? Wer setzt dir das auf den Kopf? Nein, das ist Quatsch. Ich war schon 100 Mal beim Arzt, ist ja wie geht. Learning by cooking, kennst du doch. Life is a learning, sag ich immer. So, Dr. Martin sagt jetzt mal, mach dich mal frei. Warte mal, so rum. So rum, siehst du, war ein Test, wollte wissen, ob er es richtig rummacht. Hier steht, guck mal. Mhm. Arterie. Artillerie, wunderbar. Artillerie festmachen. Oh, Dicker, bist du denn ganz dicht? Das war viel zu eng. Du hast meine Haut eingeklemmt in der Metallspange. Ach so, sorry. Mach einfach nur. So, fest halt. Okay, ja. So. Jetzt machst du das Ventil zu, weil du musst ja pumpen. Genau. Guck mal, jetzt kannst du schon. Ja, jetzt kannst du schon mal die Uhr rausholen, weil dann machen die nicht immer so. Ich will dir mal was zeigen. Ja, zeig mal. Aber ich will es nicht wissen. Hä? Okay. Soll ich dir mal was zeigen? Ja, aber ich will es nicht wissen. Nee, pass auf. Du kannst jetzt hier vorne unten meinen Puls schon tasten, theoretisch. Mhm, hab ich. Da ist er. Merkst du ihn wirklich? Du musst ihn wirklich merken. Hier. Guck mal, hier in der Kuhle. Du hast keinen Puls, Mann. Du bist doch tot. Junge. Du willst nur fummeln. Merkst du ihn jetzt? Nee. Oh, warte, ich mach noch die Uhr ab. Ich merke keinen Puls. Ich krieg gleich Puls hier. Hier. Ja. Warte kurz, ich muss mal kurz gucken, ob man das da merkt. Ich merke das übelst deutlich. Nö, nee, ist einfach warm. Ich merke nichts. Wirklich nicht? Nein, ich merke nichts. Kunde, warte, dann mach ich das. Okay, so, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich merke jetzt meinen Puls. Okay, und jetzt? Jetzt pumpst du, bis ich sage, ich merke den Puls nicht mehr. Na gut, also normalerweise machen wir es ein bisschen entspannter, damit man dann auch merkt, wenn du innerhalb von einer Sekunde das Ding hochfährst, dann kann ich dir nicht sagen, bei welcher Zahl das aufgehört hat. Gut. Nochmal? Ja. Was denn? War zu doll. Wieder zu doll? Okay, ich mach mal ganz vorsichtig. 120. Ja, jetzt merke ich schon, wird langsam weniger. Ja, jetzt ist weg. Okay, und was habe ich jetzt? Jetzt zeigt einen Wert, wo weg ist. Jetzt hast du 140 zu 0. Nee, du hast jetzt schon mal den ersten Wert, also den höheren Wert, wo du gerade schon gesagt hast, 140 zu. Da bin ich irgendwo bei 130 zu. Okay. Und jetzt? Wahrscheinlich. Jetzt kannst du. Und mit dem anderen Hörgerät machst du dann quasi. Genau, die andere Zahl sozusagen. Wann du wieder den hörst. Ach, wann du ihn wieder hörst, verstehe. Sozusagen. Ja. Da, du kannst jetzt aber auch, das ist nicht ganz so präzise, aber du kannst jetzt, wenn du jetzt wirklich ganz feinfühlig das ablässt, kannst du gucken, wann die Zeigernadel anfängt, so Impuls zu. Ah, zu wippen? Ja. Siehst du es? Ja. Also hast du 130 zu 120. Nee, warte. Tot. Pass auf, jetzt können wir verlieren jetzt ganz langsam Luft. Ja. Jetzt kannst du gucken, wann das aufhört zu pulsieren. Achso, wenn es aufhört zu pulsieren, nicht wenn es anfängt. Also das bei mir ganz pulsiert. Das wäre ganz schön niedrig eigentlich. Das pulsiert bei, das pulsiert bei 30 noch zu, also das funktioniert hier nicht. Jetzt bei 30 fängt er an normal zu fallen. Nee, ich habe nicht 120 zu 30, da hätte ich ein Problem. Also deswegen hast du eigentlich halt ein Stethoskop, dann hörst du das. Ah, okay, das ist die Kombination. Das, was wir jetzt getastet haben, weil du guckst, okay. Wann merkst du den Puls nicht mehr? Ja. Dann machst du noch einmal drüber sozusagen. Ja. Lässt die Luft ab, guckst, was da steht, wo das sozusagen, wo du es wieder hörst und wo du es dann nicht mehr hörst. Okay, alles klar. Verstehe. Ja. Dann zieh dich mal was an und dann gucken wir uns mal die letzte Tasche an. Last but not least, orange. Steht wahrscheinlich für Fleischbluten. In dem Fall jetzt hier für Wundenversorgung, würde ich sagen. Okay. Das ist ein ganz normaler Verbandkasten fürs Auto. Stimmt, den habe ich auch schon mal gesehen, ja. Aber das ist ja nicht verkehrt. Ein Kühlding ist auch geil. Kühlpack ist gut, ja. Das ist cool. So ein paar normale Verbandpäckchen, Kompressen und so, ist schon nicht schlecht. Dreieckstuch. Ich würde es mir aber anders strukturieren. Okay. Was das ist das? Ein Samsplint oder beziehungsweise halt so eine. So. So. Okay. Hier siehst du schon, das kannst du zum Schienen verwenden. Ah, mach mal auf, komm, wir so. Zeigen das. Und bei dem Ding kann ich sagen, das ist wirklich, glaube ich, das Sinnvollste. Das habe ich zum Beispiel auch nicht dabei. Aber für einen Unimog ist das ziemlich geil, weil das kannst du auch richtig krass für andere Dinge missbrauchen. Das ist echt cool. Es gibt übelst viele Leute, die so im Outdoor-Bereich sowas mitnehmen, aber das gar nicht zum Schienen einsetzen, sondern zum Beispiel
Ich habe gar keine Vorstellung. Was ich machen würde, wenn irgendwas klappert, aber dazwischen klemmen oder so. Ja, stimmt. So, ey, ist doch Gummi, ne? Kannst du irgendwas, was klappert? Genau. Einfach dazwischen klemmen, damit es halt nicht weiter rasselt. Gerade beim Unimog, also bei der alten Karre. Dankeschön. Da hatten wir noch mal eine Nummer mit dem Tank, weißt du noch? Wo der Tank an die eine Stange rangehauen ist die ganze Zeit. Und ja, genau. Was klappert denn hier? Da haben wir schon Gummi genommen, zwischengeklemmt. Das ist ein guter Puffer. Ja. So, das kannst du ausrollen. Mhm. Dann kannst du dir quasi die Schiene formen. Angepasst an Arm, Bein oder wie auch immer. Geil. Und kannst du mal anfassen, da ist Metall drin. Alter, das ist natürlich fancy. Da kannst du dir ja die geilsten Konstrukte bauen. Genau, wenn du jetzt irgendwas hast, zum Beispiel, was keine Ahnung, was repariert werden muss, habe ich schon übelst krasse Videos gesehen. Auch, da kannst du auch in Streifen schneiden und damit irgendwas tüdeln. Also das ist nicht verkehrt. Geil. Und, wie gesagt, kannst du jetzt den Arm schienen zum Beispiel. Zeig mal jetzt so jetzt rein von der Theorie her, Arm ist Fritte. Wir machen mal hier vorne so eine kleine Kante. 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 Da kannst du hier anfassen. Ah, geil. So, dann passe ich das an. Das ist jetzt der gesunde Arm, ja? Ja, ja. Das tust du am gesunden Arm dann immer anpassen, weil die Arme ja meistens gleich sind und du an dem kaputten Arm ja nicht viel rummanipulieren willst. Machst das ran. Das ist jetzt nicht schön gemacht. Ja, es soll nur kurz verdeutlichen, was du damit meinst. Und dann kannst du hier oben das sozusagen so rantüdeln. Ja. Hast es angepasst, nimmst dann den anderen Arm. Dann nimmst du es weg und kannst... ungefähr an. Wissen macht A. Und dann ist es jetzt noch lose. Kannst ja noch mit ein paar Wand. Genau, dann machst du Dreiecktücher meistens. Ja, die haben es auch da drin. Genau, oder Mullbinden. Kannst das festmachen sozusagen. Wenn noch mal einmal behauptet, ja, hier auf meinem Live-Kanal würde nichts Hochwissenschaftliches passieren, ja, oder Informatives. Der irrt sich aber gewaltig. Das heißt, jetzt Kanal abonnieren. Schaut doch beim Niklas vorbei. Ich habe es jetzt aber nicht hochwissenschaftlich erklärt. Ich nein, nur also nochmal für die ganzen Schlauheimer, die hier bei jedem noch Anmerkungen haben. Ja, ihr habt recht. Ist mir scheißegal. Und ich versuche das so zu erklären, dass das jeder versteht, ungefähr worum es geht. Genau. Der Kind uns davon hat. Richtig, so wie ich zum Beispiel. Ja, also war gerade auf jeden Fall ein spannender Einblick. Ich würde auf alle Fälle sagen, Mann, wir haben ein Problem. Was denn? Dein Rucksack ist absolut mangelhaft. Okay, pass auf, ich habe folgende Idee. Ihr schreibt mal in die Kommentare, was hier definitiv fehlt, was hier nicht drin ist. Und mit euren Kommentaren und mit deinem Wissen und mit Steinis Wissen werden wir einen Notfallrucksack auf den Plan rufen, der euch einfach umhauen wird. Oder? Ja, auf jeden würde ich sagen, ist eine gute Idee. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, wenn wir das Ding zeigen, wie es geil ist. Das war jetzt hier so... Wir haben übrigens Tourniquet noch nicht erklärt. Das können wir auch im nächsten Video machen dann, wa? Ja, wer noch wissen will... Dann bringe ich dir richtige Tourniquet. Genau, wer wissen will, wie so ein Tourniquet ist französisch für Tournee. Also das kommt aus dem ursprünglichen... War das tatsächlich aus dem Militärbereich. Und der Typ, der das gemacht hat, hat das Ding erfunden. Und der Typ hat es so genannt, heißt so nicht. Aber Tournee, also quasi fixieren oder irgendwie so hieß das. Könnt ihr mal bei Wikipedia gucken. Die heißt Knebel, ne? Knebel, ja. Mach mich den Knebel. So, nein. Keine billigen Tourniquets. Was lernen wir aus dem Video? Kauft keine billigen Tourniquets und lasst eure Notfallrucksäcke nicht packen von anderen Leuten. So, wer nicht verpassen will, wie wir das Tourniquet noch ausprobieren und wie man das richtig anlegt, der abonniert jetzt den MadenLife-Kanal. Schaut bei Niklas vorbei. In der Beschreibung gibt es tatsächlich... Ein Link zu dieser Firma und zu dieser Firma von der wunderschönen Feuerwehruniform, die ich sehr feiere, die sehr geil ist. Die wird natürlich auch noch so ein, zwei Härtetests überstehen müssen. Wir müssen uns damit ins Feuer, ne? Wir müssen damit noch ins Feuer und auch wer das nicht verpassen will, jetzt mal den Kanal abonnieren und bei Niklas vorbeischauen. Alles in der Beschreibung verlinkt. Wir haben euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Küsschen, macht's gut. Danke, Niklas. Kommt jetzt Ciao? Jetzt kommt Ciao. Yeah, Ciao! Yeah, yeah, yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.